Mahlzeit, Freunde, schön, dass ihr da seid. Heute werden wir uns mal ein bisschen mit dem Thema Diagnose beschäftigen, also OBD2-Diagnose am Kfz. Dafür habe ich von CCD Car Diagnostics das iCarSoft CR Plus zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank dafür schon mal. Und zwar sieht das nämlich so aus. Das wird in so einem Karton geliefert. Und ich würde sagen, wir packen das direkt mal aus und schauen mal, was da drin ist. Ganz einfach, wir haben hier einen Karton und hier haben wir eine schöne Tasche drin, wo die ganze Diagnose drin ist. Das ist ein Handheld-Diagnosegerät, das heißt ein kompaktes Gerät zur Direktdiagnose, was man so in der Hand hält und dann ein bisschen drauf rumdrücken kann. Und ich würde sagen, wir gucken da mal rein. So, und wie wir sehen können, haben wir hier eine Tasche. Komplett, wo das Diagnosegerät schön drin ist. Und dann gucken wir mal rein, was wir da alles in dem Paket haben. Und zwar haben wir hier eine Bedienungsanleitung zu dem Gerät, recht umfangreich in verschiedenen Sprachen, darunter auch natürlich Deutsch. Haben wir hier noch irgendwas? Dann haben wir hier einmal ein USB-Kabel zum Verbinden mit dem Computer, würde ich mal behaupten. Und einmal einen USB-Stick. Wohl, nee, das ist ein Speicherkartenlesegerät. Da kann man wahrscheinlich eine Speicherkarte reintun. Ich gucke mal, ob die hier irgendwo ist. Also hier ist keine. Gucken wir gleich mal. Legen wir mal erstmal beiseite. Dann haben wir als nächstes ein Kabel. Ein OBD2-Kabel, ein OBD-Kabel. Mit einem seriellen Port hinten dran. Das kommt dann wahrscheinlich direkt ans Gerät gleich. Und hier haben wir das Objekt der Begierde. Ich packe das direkt mal aus. So, da ist es. Das CR Plus von iCarSoft. Ich mache mal die Folie runter. Nehmen wir mal beiseite die Folie. Ja, ein sehr kompaktes Gerät. Also lässt sich gut festhalten auf jeden Fall. Ne, mit einer recht angenehmen Oberfläche, also kein Ultra-Hart-Plastik, sondern so, ja, wie Softlack fühlt sich das so ein bisschen hier an. Geht auch nicht an natürlich. Muss man wahrscheinlich dann erstmal das Kabel dran machen. So, wir machen dann erstmal das Kabel hier dran. Erstmal das hier drauf. Schrauben wir mal fest. So. Und da haben wir das. Das Kabel ist auch recht lang. Lang genug eigentlich auch. Ne? Und ja, die Frage ist natürlich, was kann dieses Gerät an sich? Bevor wir das jetzt mal anstecken, gucken wir uns nochmal den Karton an. Auf dem Karton steht nämlich auch noch ein bisschen was drauf. Machen wir mal zu. Und zwar, gut, da steht jetzt alles auf Englisch drauf. So. Was haben wir da? OBD2-Diagnose, voll funktionsfähig für verschiedene Fahrzeuge, über 40 Hersteller, unterstützt 4 Systeme, das heißt Motor, Automatikgetriebe, ABS und Airbag, kann Fehlercodes auslesen, Fehlercodes löschen, Messwerte lesen. Was haben wir hier? Support DCT Help. Das heißt, der gibt auch Beschreibungen raus, was die Fehler bedeuten können oder was diese Fehler halt heißen. Das heißt, er haut uns nicht nur einen Code raus, sondern auch eine Beschreibung zu dem Code. Man kann damit auch wiederkehrende Fehler abspeichern und wieder anzeigen lassen. Und man kann, das finde ich persönlich sehr gut, das Update kostenlos jederzeit runterladen und das Gerät updaten. Das heißt, wenn die ein Update raushauen, weil irgendwie Fahrzeuge dazugekommen sind oder so, kann man sich das im Internet runterladen und auf das Gerät schmeißen. So hat man immer die aktuellste Version. Unterstützt alle Fahrzeuge ab Baujahr 96, haut generische Fehlercodes raus, also P0, P2, P3 und U0 Codes. Sowie herstellerspezifische Codes auch. Sowohl permanente Fehler als auch schwebende Fehler. Das heißt Fehler, die nicht immer auftreten, sondern mal aufgetreten sind, aber wieder abgestellt worden sind. Ja, lesen und löschen der Check-Engine-Leuchte.
ganz klar. Und zeigt die Fehlercode-Definition sofort am Gerät auch an, wie ich gerade schon gesagt habe, genau. Freeze-Frame-Data, das heißt, wir können da auch bestimmte Messwerte halt abspeichern, uns anzeigen lassen. Ja, Öl-Service zurückstellen natürlich. Elektronische Bremse können wir damit zurückfahren, wenn wir halt einen Bremsenservice machen, das ist auch sehr gut, und das dann halt dementsprechend wieder auf Nullstellung bringen. Sowie Lenkwinkelsensoren anlernen, und er gibt Lösungsvorschläge, was die Fehlercodes angeht. Das heißt, Solution Tips Guide Users to the Root Cause of Trouble Codes. Also, das heißt, dass das Programm hier euch eine Hilfestellung gibt, woher dieser Fehler kommen könnte und was man da machen könnte, um diesen dann auch irgendwie zu beheben. Und man kann sich hier wohl die Daten abspeichern und am PC dann ausdrucken lassen auch. Also das heißt, wir können uns wahrscheinlich komplett die ganzen Fehlercodes auslesen, abspeichern und diese dann halt auf einen Zettel oder so ausdrucken, um die halt überall mitzunehmen. Braucht man sich das nicht immer abfotografieren oder so. Haben ein 4 Zoll Display einfach, nichts Besonderes. Ne? Ja, sonst steht hier eigentlich auch nichts großartig. Und da ist eine Speicherkarte mit dabei. So, und Support Multilanguage. Deswegen gehe ich mal davon ganz hart aus, dass das Ding auch Deutsch kann. Dafür würde ich sagen, schließen wir das Gerät mal an und schauen mal, was es kann. Ich würde sagen, wir starten das Ding jetzt mal. Dafür stecken wir den OBD-Stecker mal in die OBD-Buchse. So, und dann startet das Ding auch schon. Und wir sind schon bereit. Also das hat, glaube ich, keine 10 Sekunden gedauert, so gefühlt. Ist jetzt auf Englisch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Einstellungen. Und ja, stellen mal erstmal auf Deutsch hier. Also wir haben auch folgende Sprachen. Wir haben Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Portugiesisch und Holländisch. So, was haben wir denn noch hier in den ganzen Einstellungen, wenn wir schon mal da sind? Eine Maßeinheit, metrisch oder ja, kaiserlich, geil übersetzt auf jeden Fall. Also wir sind metrisch, deswegen lassen wir das auch so. Piepser. Ach so, dann piepst das Ding einfach nicht. Lassen wir jetzt an, wir lassen es piepsen. Und wir haben einmal einen Aufzeichnungsmodus, den wir anmachen können. Und dann nimmt er wahrscheinlich alles auf, was wir jetzt hier fabrizieren. So, gehen wir mal zurück. Gehen wir erstmal auf Hilfe. Einbaulage Diagnoseanschluss. So, wo ist das schon? Üblicherweise 12 Inch von der Mitte der Instrumententafel. Ja, Fahrerseite. Ja, passt aber bei dem Wagen. So, ja, und gut. Gut. So, was haben wir? DTC-Bibliothek. Ah, hier können wir Fehlercodes eingeben und er haut uns dann raus, was es für einer ist. Findet er was? Fehlercode nicht gefunden. P0, sagen wir mal 100. P0100, Masse, Luftdurchlass. Das heißt, habt ihr einen Fehlercode im Kopf, wo ihr wisst, ihr hattet mal ein Fahrzeug, oder ihr habt ein Fahrzeug, wo dieser gerade aufgetaucht ist, könnt ihr den hier ganz schön einfach nachsehen und raussuchen. Das ist echt gut. Also PUC, sehr gut. So, Abkürzung. Was sind Abkürzungen? Fuels. Ach so, das sind Erklärungen, wenn ihr da irgendwas habt, was euch raushaut und ihr nicht wisst, was das heißen soll, könnt ihr euch hier die ganzen Kürzel nachlesen. So, Fuel Timing. So, Haupteinspritzung relativ zum oberen Totpunkt. Positiver Grad zeigt vor OT, negativer nach OT. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. So, Map. Saugrohr, Drucksensor. Ja, sehr schön, sehr schön. Scheint auch halbwegs vernünftig übersetzt zu sein. Also man versteht auf jeden Fall, was der hier einem sagen möchte. Gehen wir mal zurück. Also hat man jetzt noch irgendwas? Tool-Information, Boot-Version, Seriennummer, okay. Über OBD, was ist OBD?
Interessant. Interessant, interessant, interessant. Ja, sehr gut. Wissen wir alle, ne? So, dann gehen wir mal wirklich jetzt mal in die Diagnose. Und zwar können wir hier Folgendes machen. OBD2-EOBD, Systeme überprüfen, zurückstellen und Historie durchsehen. Historie ist dann wahrscheinlich halt die alten Fehlercodes des Fahrzeugs, die man sich da einmal durchgucken kann. Zurückstellen, was haben wir hier? Lenkwinkelsensor, Öllampe, Zurücksetzen der Bremse. Das ist sehr schön kurz und knapp erreichbar, muss nicht viel durchdrücken. Das ist echt gut. Systeme überprüfen. So, wir haben hier, jetzt gucken wir uns erstmal die Fahrzeuge an. Also, wir haben von Acura über Daewoo, Honda, Isuzu, Mazda, Opel, Nissan, Saab, Mercedes, Sprinter, Vauxhall bis VW. Also ist wirklich alles Notwendige dabei, würde ich sagen. Also alles für den ja, Privatier, do-it-yourself, auf jeden Fall dabei. Kein Ferrari, kein Lamborghini, aber damit kann man leben, denke ich mal. Und dann gehen wir mal in die Diagnose direkt rein. Da würde ich sagen, Zündung an einmal. Dann gucken wir mal, wie lange der braucht, um da jetzt was auszulesen. So, hat er. Also das war jetzt echt, das war richtig schnell. Das war richtig schnell. So, Status Mill, ein On, DTCs im Steuergerät, Bereitschaft fertig, Bereitschaft nicht fertig. Okay, bestätigen. Um die Fahrzeuginformation bitte warten. So, Codes lesen. Fahrzeug hat keine Fehlercodes. Okay, okay. Was haben wir hier alles? Wir haben hier Fehlercodes löschen. Bereitschaft seit dem Löschen dieser Fahrzyklus. Okay. Datensatz. Okay. Onboard-Überwachung, Test E-Wab-System, Fahrzeuginformation. Was sind Fahrzeuginformationen? Nicht unterstützt in dem Fall, okay. Geh auch mal raus, einmal raus, sicher. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Diagnose rein. So, dann mal das hier nochmal, genau. Gehen wir nochmal rein. So, ja, wie gesagt, wir haben das. Onboard-Überwachung, das. Okay. Gehen wir einmal kurz raus nochmal. Und gehen dann mal Systeme überprüfen. BMW, das ist mein 5er. Und gucken wir mal, was wir hier drin finden. Nicht X3. Automatische Diagnose. Was macht der jetzt? Ach, jetzt geht er einmal, glaube ich, durch alle Steuergeräte durch. Und guckt mal, ob da irgendwie was, glaube ich, drin ist oder so. So, hat er jetzt alles durch einmal. So, und jetzt, ja, wir könnten hier jetzt die Motorelektrik auslesen. Das Automatikgetriebe, ABS und Airbag. Gehen wir in die Motorelektronik. Achso, dann könnten wir hier nochmal separat lesen. Ah, jetzt hat er hier nämlich mal gehabt. Genau. Aussetzer auf Zylinder 3. Kraftstoffregelung Zylinder 1. Aussetzer Zylinder 1. Okay. Gucken wir mal, ob. Ach, wir können hier auch speichern. So, jetzt haben wir die Dinger gespeichert. Und zwar, ja, der hatte jetzt Aussetzer gehabt die letzten Tage zwischendurch beim Umschalten auf Gas. Da hat er ein bisschen geruckelt. Das kann natürlich hiermit zusammenhängen. Ab und zu hat mal die Lampe auch geleuchtet, die ist aber wieder kurze Zeit später wieder ausgegangen. Wäre natürlich cool, wenn ich das irgendwie reproduzieren könnte. Ich versuche einmal kurz, ob wir die Karre starten, einmal auf Gas anmachen. Gucken, ob er umspringt. Und dann läuft er nämlich normalerweise unrund. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. So, da braucht er ein paar Sekunden, um auf Gas umzuschalten.
Jetzt hat er auf Gas umgeschaltet und jetzt merke ich schon, dass er ein bisschen am Ruckeln ist. Jetzt macht das natürlich nicht, aber ich würde sagen, wir fahren einfach mal eine kurze Runde, weil auf Belastung macht er das eigentlich immer nur. Deswegen würde ich sagen, setzen wir das Gerät mal hier hin. So, und dann fahren wir einfach mal ein Stückchen. Ich muss jetzt mal rückwärts. So, drehen wir mal eine Runde. Ich stelle euch jetzt einfach nicht um, ich drehe jetzt einfach mal. Und ich melde mich dann sofort wieder, sobald der Fehler halt drin ist. Also er hat den Fehlercode jetzt nicht gesetzt, von daher okay, lassen wir das jetzt einfach mal. Fakt ist, der hat aber im Hintergrund hat er hier schon 3 Fehler gesetzt gehabt. Die gilt es natürlich herauszufinden. Aussetzer, ja, ist jetzt immer die Frage. Ich hatte die Zündkerzen ja schon mal getauscht, deswegen würde ich die jetzt einfach schon mal direkt ausschließen. Weiteres Problem bei diesem Fahrzeug ist einfach, dass die Zündspulen gerne mal flöten gehen. Das heißt, es könnte auch an den Zündspulen liegen. Die werden wir uns demnächst auf jeden Fall mal anschauen. Einmal nachprüfen auch und gucken, ob es die wirklich sind. Wenn nicht, müssen wir da jetzt einfach mal weiter gucken. Ich will den Fehler natürlich rausbekommen, weil auf Gas lässt sich zurzeit schlecht bis gar nicht fahren. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall irgendwie, ja, gelöst bekommen. Aber ich kann ja noch einen Fehler manuell setzen. Ich würde jetzt einfach mal den Stecker vom Luftmassenmesser abklemmen und dann müsste der den ja drin haben. Dafür ziehe ich den einmal ab. So, starten wir mal die Karre wieder. Jetzt setzt er lustigerweise keinen Fehler gerade. Ja, ich überlege mir mal eben was. Ja, ich verstehe nicht. Also ich kriege die jetzt gerade nicht an, zumal der Motor jetzt extrem heiß ist gerade. Deswegen komme ich da an gar keinen Stecker dran, ohne mich irgendwie zu verbrennen. Mich wundert jetzt einfach nur, warum die Lampe jetzt nicht angegangen ist, als ich den Stecker vom Luftmassenmesser abgezogen habe. Vielleicht wisst ihr ja was, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht habe ich da jetzt irgendwas übersehen, aber normalerweise müsste das doch angehen, oder nicht? Deswegen, gebt mal einen Kommentar dazu ab. Können wir mal ein bisschen drüber diskutieren. Wir gucken jetzt einfach mal weiter hier, was wir hier noch so Tolles finden. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir jetzt die DTCs, die Fehler. Jetzt haben wir Datenstrom lesen. So, wir können jetzt mal Motordaten auslesen. So, was haben wir hier? Motordrehzahl, Fahrgeschwindigkeit, Kühlmitteltemperatur. Nochmal Kühlmitteltemperatur, Motoröltemperatur, Ansaugluftemperatur. Ah, sehr schön. Guck mal, wir wählen jetzt einfach mal alles aus. Zack, okay. Oh, okay, so und Escape ist bestätigen. So, und da können wir jetzt ganz schön sehen. Kühlmitteltemperatur 85 Grad, Motoröltemperatur 96, Ansauglufttemperatur 68. Ja gut, weil das Ding jetzt steht. Sehr schön, gehen wir mal zurück. So, was haben wir hier noch so Schönes? Anpassung, Drosselklappe, Umgebungsdrücke, Spannung, Luftmasse, Messer, Luftmasse. Okay, ach guck mal, das gehen wir nochmal rein. So.
Aufnahmeraum ist voll von Fehlercodes. Sich verarschen hier. So. Spannung, Luftmasse. So, das heißt, wenn wir jetzt starten, müsste der mir Werte hier anzeigen. Das heißt, die Lambda-Sonde muss regeln. Das tut die hier. Wir haben eine Luftmasse von 16 Kilogramm pro Stunde. Ein Lastsignal haben wir. Eine Zündzeitpunktverstellung. Und jetzt ein bisschen Gas geben. So, gehen wir jetzt mal auf 2000 Umdrehungen. So, was interpretiert ihr zu den Werten? Schreibt es in die Kommentare mal rein. Jetzt hat er umgeschaltet auf Gas. Wieder, jetzt sind wir bei 2000 Umdrehungen. Im Lastsignal, sehr gut. Wir gehen mal wieder raus hier. Gucken, was wir noch so haben. Einspritzdauer, Batteriesignal, Klopfsensoren. Okay, gucken wir mal hier. Zeigt er uns auch. Akku 13,9 Volt, 13,8. Das ist in Ordnung. So, noch mehr Klopfanpassung, sind so Getriebeanpassung. Also wir haben hier echt viele Werte, die wir auslesen können. Lambda-Sonnenkontrolle. So, gehen wir nochmal Lambda-Sonnenregelung. Das ist so was Interessantes, wo man was anfangen kann, wenigstens mit den Werten. Und zwar Lambda sollte ja immer 1 sein, also um 1 rum. Hier haben wir Lambda 0,96 zu 0,99, ja, und plus minus dann halt ein bisschen. Beide Lambda-Sonden regeln auch. Wir haben einen leichten Unterschied auf der zweiten Zylinderbank. Da regelt der nicht so ganz sauber weg. Machen wir die Gasanlage mal aus wieder. Okay, gehen wir mal zurück. Was haben wir hier noch so Feines? Also wir haben alleine für Lambda-Sonde haben wir hier 12 Werte, die wir uns anzeigen lassen können. So, gehen wir mal Signale vor Cut, nach Cut. Was gibt es hier? Da haben wir auch ein paar Signale. Ne, regelt auf jeden Fall. So, noch weiter. Gemischanpassung, sehr interessant. Wir gucken nochmal hier. Leerlauf. Was für ein Leerlauf haben wir denn hier? Leerlauf, Drehzahl, Integrator, Luftanpassung. Ah, okay. Klimakompressor. So. Das heißt, mit Klimakompressor, wenn wir jetzt die Klimaanlage anmachen, müsste ja irgendwas passieren. Oh ja, das ist ja groß am Schwanken gewesen. Auf jeden Fall eine Luftanpassung, machen wir wieder aus hier. Zack. So. Wenn wir zurück, Gleichlaufswert, Zustand, Tempomat, aktive Werte. Also wir haben hier echt einiges, was wir damit auslesen können. Also das Gerät, das kostet um die 200 Euro. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und für so ein Gerät, muss ich sagen, haben wir hier echt viele Möglichkeiten, um uns irgendwelche Live-Daten anzeigen zu lassen. Sehr interessant auf jeden Fall. Was haben wir jetzt? Was ist ein Zustand? Motorteillast, Volllast, Bremstestschalter. Ah, gucken wir hier nochmal rein. Und dann reicht das, glaube ich, auch. So, Motorleerlauf ist aktiv. Gehen wir ein bisschen Gas, dann müsste ja jetzt Motorteillast aktiv sein, genau. Und Bremse ist auch aktiv, funktioniert. Volllast gebe ich jetzt hier nicht. Ich hau dir da jetzt nicht bis in den Drehzahlbegrenzer rein. Auf jeden Fall haben wir hier wieder Werte, richtig schön, die uns anzeigen lassen können. Bremslichtschalter, Schubabschaltung, Schub.
Canvas Getriebeeingriff, Einstellung Wählhebel. Das ist nochmal interessant hier. So, nochmal anzeigen lassen. Nur das Ding. So, PN hat er jetzt. R hat er jetzt. N hat er jetzt. Also das heißt, er zeigt mir nur an, ob er Parken oder Neutral hat oder eine Fahrstufe drin hat. S zeigt er mir zum Beispiel nicht an. Okay, sehr gut. Gut, hätten wir das auch. Machen wir den Motor mal wieder aus hier. Und sonst haben wir hier, glaube ich, nicht mehr so viel. Auf jeden Fall haben wir sehr, sehr viele Werte, die wir uns hier ansehen können. Sehr schön. Nochmal Fehlerspeicher lesen. Haben wir jetzt was? Achso, Zündung. So, nochmal lesen hier. Aussetzer Zylinder 3. Kraftstoffregelung Zylinder 1. Aussetzer Zylinder 1. Signalluftmassenmesser. Hat er doch. Hat er doch drin. Hat er noch drin. War wohl aber noch nicht kritisch, sodass er die Lampe noch nicht angehauen hat. Aber er hat ihn erkannt. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. So, und dann würde ich sagen, löschen wir den ganzen Fehlerspeicher einfach mal. Jupp. So, alles gelöscht. Gucken wir jetzt nochmal, ob die auch alle raus sind. Keine Fehlercodes. Weil ich habe das nämlich schon mal gehabt mit so billigen eBay-Testern. Dann liest du das aus, versuchst es zu löschen und der löscht die Fehlercodes nicht. Es gibt so ein paar wirklich günstige 20, 30, 40 Euro Geräte, die kriegen das nicht hin. Die kriegen es nicht hin, den Fehlerspeicher gescheit zu löschen. Sind dementsprechend zu nichts zu gebrauchen dann auch. Das dazu. Ich würde sagen, wir ziehen ein kleines Fazit. Dafür mache ich das Ding einmal hier aus wieder. So, das war's schon. Das war der Test vom CR Plus iCarSoft. Funktioniert. Funktioniert gut soweit. Hat ein paar Fehler kurz erkannt. Auch den Luftmassenmesser, wie gerade eben gezeigt. Ich muss sagen, für das Geld ist es echt in Ordnung. Das ist ein gutes Einsteigermodell. Also für so Hobbyschrauber eigentlich genau das Richtige. Werde ich in nächster Zeit ein bisschen häufiger benutzen, wenn wir mal Fahrzeuge haben, wo halt mal richtig Diagnose fällig ist. Da werden wir mal ein bisschen tiefer dann auch reingehen. Der erste Eindruck ist aber ganz gescheit, muss ich sagen. Fühlt sich gut an, ist gut verarbeitet. In der Preisklasse gibt es vielleicht noch ein, zwei andere Geräte auch. Die werden sich aber nichts nehmen, denke ich mal. Also die sind, glaube ich, alle irgendwo ähnlich, was das angeht, was die Qualität des Auslesens auch angeht. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass man halt hier nach den Fehlercodes suchen kann, wenn man schon mal Fehlercodes hatte. Die kann man sich dann nochmal hervorholen, so gesehen. Man kann die nach dem Fehlercode einfach suchen. Der zeigt dir die Beschreibung dazu an und erklärt, was das ungefähr bedeutet. Auch gut finde ich, dass er mir Fehlercodes angezeigt hat, die nicht aktuell waren, sondern wirklich die Zündaussetzer, die mal da waren, die hat er mir angezeigt, obwohl die Motorkontrolllampe nicht leuchtet. Ist meistens so, dass wenn man das Fahrzeug ein paar Mal wieder neu startet, dass sich der Fehlerspeicher dann halt nicht löscht unbedingt, aber die Lampe geht dann halt aus, aber es wird halt trotzdem hinterlegt, sodass man es im Nachhinein irgendwo auslesen kann. Kriegt das Ding hin, der kriegt auch die Fehlercodes gelöscht. Auch das finde ich gut, weil wie gesagt, ganz, ganz billige Tester kriegen das nicht hin. So rundum würde ich sagen, ist das ein schönes, kleines, handliches Gerät. Eigentlich genau das Richtige für so einen Do-it-yourself-Schrauber auch. Für eine Werkstatt ist das wahrscheinlich, macht es zu wenig Funktion. Aber selbst da, für so einen kleinen Kundendienst, würde ich sagen, reicht das erstmal vollkommen aus, um den Kunden mal was zu zeigen. Die Hauptdiagnose macht man dann eh an so einem großen Bosch FSA oder einem Gutmann-Tester oder sowas. Ne? Die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Die haben Oszilloskope dabei, womit man natürlich dann richtig geil irgendwie was anzeigen lassen könnte. Hat der leider nicht. Aber da man hier die Messwerte auch anzeigen kann, also sagen wir mal, so Drehzahlen, Lastsignale etc., kann er abfangen. Und auch anzeigen, funktioniert auch soweit, finde ich gut. Ich würde sagen, das war es jetzt schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Den Link zu dem Gerät findet ihr in der Videobeschreibung. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.